Ja, meine lieben Bros und Cousins, und willkommen zum ersten Let's Play von Fire Emblem Awakening. Ich bin's, euer Relink. Nicht wundern, ich hole gleich Robin und Sascha, der wird... Robin, ne? Der wird gleich für euch das Let's Play, ne? Ich bin jetzt einfach nur hier kurz für die ganzen Einstellungen und alle ganze Shit. Ihr wisst schon, wie das alles abläuft, ne? Außerdem will ich euch auch ein bisschen introducen, wie das abläuft, ne? Ihr seht schon, voll mega geil, ne? Fire Emblem Awakening und so. Schön, steht hier alles schon startbereit, ne? Voll mega geil. Und ja, ich führe euch nur ein bisschen vor, wie das alles ungefähr ablaufen wird, ne? Also nicht wundern. Außerdem ist es ja zum ersten Mal, machen wir das ja auf einem Handheld-Device, ne? Und nicht auf auf der Konsolen-Style mäßig, ne? Deswegen nicht wundern. Ein paar technische Details werde ich auch nochmal kurz später erläutern, wenn es sein muss. Aber nur so zur Info, ne? So ungefähr, wie das ungefähr ablaufen. Ja, vielleicht, ich gebe zu, vielleicht der Aufnahmesound, ne, also meine Stimme gerade hört sich jetzt ein bisschen anders an, ne, also nicht wundern, das ist aber das Einzige, was jetzt im Laufe des Respays nur anders wird, sonst alles andere wird eher gleich bleiben. So, ja, wie ihr hier schon seht, voll geil mit allem Streiter und so. Warte mal, bevor wir beginnen, nochmal ganz kurz, will ich ja nochmal ganz kurz eine interessante Information euch erzählen, die letztens passiert ist bei Nintendo, von mega krass. Nintendo hat ja vor kurzem dieses Nintendo Labo veröffentlicht, von mega strange, keine Ahnung, voll komisch irgendwie. Ja, ich weiß nicht, wie soll ich das denn beschreiben? Das sind Kartons, die du zusammenbasteln kannst und mit deiner Nintendo Switch verbinden willst, sodass du ein besseres Spielerlebnis haben kannst. Also, ja, was soll ich sagen? Es ist kreativ, cool, aber ja, ich finde, also, als kleines Kind würde man sich natürlich mega voll erfreuen, weißt du, wäre man voll am Hypen, weißt du, wäre voll geil, aber ich bin eigentlich schon viel zu alt dafür. Weißt du, ich brauche sowas nicht. Aber das ist eigentlich ziemlich cool, weißt du. Und ja, also wer Interesse hat von euch, was ich glaube ich jetzt nicht echt tatsächlich glaube, aber es kann ja tatsächlich sein, ne? Dieses Nintendo Labo kommt in April, glaube ich, raus oder so, Ende April, weiß ich nicht mehr. Und ja, kostet auch irgendwie um die 60, 70 Dollar, also ungefähr 60, 70 Euro, ne? Im Durchschnitt. Ja, und deshalb mal gucken, wie das ablaufen wird. Ich sag nur, weil Nintendo hat letztens dieses neue Riesenüberraschung rausgebracht, und das war diese Kartons, die du zusammenbasteln kannst, so zusammenbauen kannst, anmalen kannst, alles Mögliche. Das war voll strange, ich weiß nicht, was ich darüber denken soll, aber nein. Wollte ich euch nur kurz als Information sagen, ne? Das war halt der neueste Shit, was letztens passiert ist. So. Aber wir sind ja hier mit Fire Emblem Awakening hier beschäftigt, ne? Erstmal kurz ein paar Einstellungen und dann zeige ich euch auch mal kurz, wie das so alles hier abläuft. So, hier, wie ihr ja die ganze Zeit schon hört, ne? Armstreiter und so, voll mega krass, ne? Arms-Team, weißt du, voll cool. Hier übrigens, ja, kann ich euch auch, glaube ich, war das zum ersten Mal, dass ich euch das zeige? Ne, ich glaube, ich hatte schon mal ein Video gemacht, ne? Über mein 3DS, das war aber, wann war das? Das war doch mit diesen, warum Robin in Deutschland irgendwie als Darin bezeichnet wird. Voll dumm, ehrlich gesagt, aber ihr werdet es ja eh gleich als Beweis sehen, dass es der ganze Bullshit ist, da was die machen. Ey, die deutschen Übersetzer manchmal, das ist was für Trottel jetzt halt. Egal, auf jeden Fall, wenn es um Videospiele basierend ist, ne, jetzt nicht allgemein. So, jo, aber, okay, dann, so, also hier, ne, voll cool, Legend of Zelda Marken, ne, voll geil. Die habe ich alle, übrigens, diese ganzen Marken, die ihr hier seht, ne, die habe ich alle von diesen, nennt sich das, diesen Nintendo Badges System oder keine Ahnung, es gab irgendwie so ein kleines Spielchen, das habe ich schon längst deinstalliert hier, deswegen seht ihr das hier nicht mehr, aber ja, da konntest du halt die ganzen Badges hier runterladen, so, also da gab es so ein Spielchen, ne, und wenn du gewonnen hast, konntest du die alle dir dann holen und dann konntest du hier schön basteln. Ich glaube, ich kann es dir auch kurz mal beweisen, ne? Also wenn ich zum Beispiel hier draufklicke, zack, wird erstmal voll Mario gezeigt, weißt du, dann kann ich hier schön alles aussuchen, ne? Hier gibt es ja voll die verschiedenen Sachen, ne? Erstmal, ja, ich habe schon alle ausgewählt, hauptsächlich, deswegen, ja. Und dann kannst du halt aussuchen, drauf tun und fertig, ne? So auf deinem Homescreen. Das ist mega geil gewesen, ja. Das war echt cool damals und deswegen habe ich natürlich als riesen Zelda-Fan, ne, erstmal schön ein Zelda-Theme getan, weißt du? Voll mega geil. Ja, und natürlich nicht wundern, ne? Fire Emblem Echoes Style, ne? Vom Hintergrund habe ich ja gemacht, weil wir ja gleich Fire Emblem Awakening spielen, ne? Und das ist das einzige Theme, das halt am besten gepasst hat, ne? Finde ich. Es gab leider kein Fire Emblem Awakening Hintergrund-Theme, weißt du, deswegen ist ein bisschen schade, aber naja.
So, ich kann euch ja ein bisschen weiterführen und euch auch zeigen, was für Games ich eigentlich alles habe, ne? Also einmal hier das Original Legend of Zelda, voll geil. Ja, hab mir auch geholt für den 3DS. Ich habe es euch ja einmal gezeigt, ne, auf diesem, Gamecube, ne, auf diesem Gamecube Game. Jo. Ja, also habe ich hier auf den 3DS, ne, dann habe ich noch Oracle of Season, ne, von mir cool, und irgendwo hatte ich noch hier Oracle of Ages, hier, ne, ja, Oracle of Ages, auch beides durchgezockt, ne, voll mega cool, jo, warte mal, hier habe ich noch mal kurz, hier übrigens voll im Mario-Style habe ich das getan, weißt du, ja, hier habe ich auch übrigens Super Mario Land 2, ne, voll mega cool, ja, das war mal übrigens mein allererstes Mario Game, glaube ich, für ein Handheld gewesen. Weiß nicht. Das war ist schon ziemlich lange her. Ja. Oder war das Super Mario Land das allererste? Weiß nicht mehr. Ist schon lange her. Auf jeden Fall, Super Mario Land habe ich auf jeden Fall. Da habe ich hier noch Kirby mir geholt. Ja! Voll coole Musik, ne? Kirby's Adventure, ne? Voll mega geil. Und ja. Ansonsten, war nicht hier noch was? Ja, hier Mario, voll geil. Ja, ich glaube, das war's, ne? Ja, der Rest ist hier eigentlich nur die ganzen Demos, ne? Auch hier für Pokémon, mein Gott, Alter. Vor allem Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Sind die alle dumm? Warum benennen die das nicht gleich auf Englisch? Weißt du, wie es sein sollte? Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall ungefähr so wie das ablaufen, ne? Und wir starten dann, beziehungsweise Sascha, also Robin, ne, wird gleich für euch. Let's play Fire Emblem Awakening, das wäre voll cool. Und ja, ungefähr so wie das auch ungefähr ablaufen, ne? Also nicht wundern. Ich überlege nur, ob ich vielleicht die Kamera dort lasse oder vielleicht dorthin tun werde, ne? Und ja, das ist halt. Also all das hier war gerade Introduction, also nicht wundern. Also alles super. So, ich bin nur am halt jetzt am überlegen, weil also wollen wir das ja alles starten. Ich muss ihm nochmal kurz alles, die ganzen Einstellungen muss ich ihm nochmal kurz zeigen, ne, wie das alles abläuft und so. Oder ja, oder ich sag ihm einfach, worauf er achten muss und das war's. Dann braucht er nicht extra nochmal auf bestimmte Sachen zu achten, ne? Also alles gut. So, habe ich noch irgendwas? Noch irgendwas Interessantes, Wichtiges? Ich will jetzt nichts vergessen, ne? Weil wir sehen uns vielleicht lange nicht mehr, weil die Klausuren bei mir stehen nämlich langsam an. Ich weiß nicht, ob es das letzte Video wird für die nächsten Monate. Nein, spätestens im März bin ich wieder zurück, weil da ist die Klausuren wieder vorbei. Ja, deswegen bin ich echt am Überlegen, ob ich nicht noch irgendwas Wichtiges sagen sollte und so. Und mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich kann euch nur sagen, viel Spaß, ne? Mit dem Fire Emblem Awakening Let's Play, ne? Haut rein, stay awesome und man sieht sich auf jeden Fall irgendwann mal wieder, also keine Sorge, ich werde jetzt nicht komplett verschwunden sein, ne? Also spätestens im März bin ich wieder zurück, vielleicht sogar früher, wäre cool, ja, aber ansonsten, meine lieben Bros, das war das erstmal von mir, also vom Relink. Gleich hole ich Robin bzw. Sascha, ne? Der war schon die ganze Zeit voll ungeduldig, voll gehypt, weißt du, und ja, und ja, ich würde sagen, haut rein, meine lieben Bros, wo sind's? Stay awesome und ja, das war euer Link. Bis zum nächsten Mal. Ciao und viel Spaß, ne, jetzt für das Let's Play.